Gut, also wir bauen hier alles. Gott kommt rein. Wie viele Schwerter sind es denn noch? 8. Gut. Yay. Und ja, ich hätte eigentlich erwartet, dass da noch Wikinger. Oh, du hast die benötigte Warenmenge hergestellt. Na, mach mir noch 6. Dass es Wikinger wären, gegen die wir kämpfen würden und nicht nochmal Mayas. Weil so wie ich die Story verstanden habe, war es ja Björnis Onkel mit ein paar seiner Kriegern. Oh, die holen Steine von hier drüben. Gut, wie sieht's mit unseren Waffen aus? Noch 6? Du bist sogar schon Trägermeister jetzt geworden. Wir sollten dann auch langsam die Händler für die Kaserne und für den Handel mit den Mayas holen. Vielleicht haben die ja auch da noch neue Informationen für uns. Wie sieht's hier mit Holz aus? Okay, du hast Weber erfunden. Gut. Die Kinder kommen. Auch gut. Und ja, eigentlich hätten wir dann alles soweit fertig. Ja. So, wieder Fahne zum Trainieren. Okay, 16 Waffenröcke. Das heißt, du wieder. Ja, erstmal Schuster. So, und du? Jetzt erst einmal Werkzeugschmied. So, Kaserne fertiggestellt, Schwertschmiede steht leer. Das heißt, du wirst erstmal wieder Händler. Weil jetzt haben wir gerade fast nichts mehr zu bauen, außer die Goldschmiede. Und die kann einer alleine bauen. Zumal es mit der Goldschmiede eh nicht drängt. Und wir haben die Schwerter, die wir brauchen. Als wir den Zitapinta den gewünschten Tribut überreichten, war ihr Staunen groß. Nie hatten sie damit gerechnet, dass jemand aus unserem Volk so großzügig
sich so großzügig zeigen konnte. Feierlich schworen sie uns Freundschaft und Unterstützung im Kampf gegen die verbliebenen Anhänger des falschen Regengottes. Leider verfügten sie kaum über genügend Soldaten, um ihre eigene Stadt zu sichern, doch sie gaben uns etwas viel Wertvolleres. Die Kundschafter der Zinterpinter kannten dieses Land wie ihre eigene Grundstube und sie zeigten sie uns einen sicheren Übergang durch das nordwestliche Gebirge. Würde es uns dort gelingen, meinen Onkel zu überrumpeln? Also ja, das haben wir ja eigentlich schon entdeckt gehabt. Ah ja, wo ist mein Händler jetzt? So. Zehn Leder noch, kannst du auch gleich mitnehmen. Aber erstmal Holz hier. Und ja, eigentlich die meisten Sachen ja, so, da wir jetzt dann gleich mit denen ja, ja. Handel treiben werden, können wir das machen. Also die Speere, damit wir die Speermacherei abreißen können. Und dann auch die Werkzeugschreinerei irgendwann abreißen können. Und dann hoffen wir, dass unsere Kinder weiter wachsen werden. Und ja, ich glaube. Oh, du kannst trainiert werden. Gut. Ich glaube, Straßen kann ich mir sparen. Ehrlich gesagt, in der Mission. Weil wir brauchen das Stein für wichtigere Sachen. Noch ein Kreher. Ja, lass ihn mal aus dem Leder, das er noch hat, Schuhe herstellen. Gut, Träger. So, jetzt muss nur noch Brynhild erwachsen werden. So, nein. Ja. Ja, das Haus möchte ich bitte abreißen. So, Brynhild ist erwachsen. You
dich? Ja. Bitte mit mir auf die Socken. Ja. Ja. So, du heiraten. Ja. Dann wirst du Händler. Du wirst auch Händler. So, Bier gegen Holz. Und du auch erstmal Bier gegen Holz. Gut, nächstes Ding, der Bogenmacher. So, den steuern wir jetzt ein bisschen, dass er von da unten Stein und Weizen nimmt. So, Bier gegen Holz beginnt. Weil da sind wir mit unserem Bauvorhaben eigentlich auch allen fertig. Können anfangen, Goldnuggets zu importieren. Nahrung. Wobei, Nahrung brauchen wir gar nicht hier oben. Die kann auch holen. Also den Weg hierher ins Lagerhaus gehen und von dort holen. Und ja, so wie es aussieht, haben wir eine Weile was zu tun, bis das Gold abgebaut ist. Du kannst mal wieder Eisen schmelzen. Gut, du holst den Stein da. Du solltest jetzt mal wieder Jäger sein. Ja. Ja. Gut, den zweiten Stein kriegst du von hier, aber den Weizen kannst du dann noch von da unten holen. Ja? So, den Weizen dann noch, bitte. Unser Werkzeugschmied holt sich das letzte Holzwerkzeug. Sehr schöne Ironie. So,
So, du solltest jetzt mehr als genug Holz vor der Bude haben. Oh, oh,